Moin, hallo und willkommen zurück zu The Secret Order 8, Return to the Buried Kingdom im Englischen oder Der Geheimbund 8, Rückkehr zum versunkenen Königreich. Wir sind gerade alleine auf dem Weg zum Turm und da ist noch ein Helferlein eventuell da unten versteckt, da müssen wir mal gucken. Wir müssen aber erstmal, was müssen wir jetzt machen? Ist das Wesen hier vorbeigekommen? Okay, wir legen das hier hin. Finde die schmutzigen Fußabdrücke. Nein. Nein. Auch nicht. Nein. 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 Ich habe bald alle Blätter durch, ne? Muss ich die zufällig hier? Nee. Da ist es. Okay, haben wir ohne es überspringen hingekriegt. Wir müssen da lang. Ich habe das genau gesehen, aber ich habe es mal gerade ignoriert. Sieht echt schön aus hier, ne? Wenn ich mir das so angucke hier. Puzzleteil liegt da. Offenes Objekt könnte ich sich hier verstecken. Vielleicht bin ich sicher. Ich warte gerade ab, ob es sich blicken lässt oder nicht. Denn ich würde gerne alles mitnehmen. Ich stelle mir dahin, okay. Wir gucken hier mal rein. Hallo. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich könnte. Womit könnte ich den Deckel annehmen? Da ist noch ein Teil. Deckel anheben. Wir haben ein Emblem mit, okay. Ich finde hier noch kein unbeobachtetes Objekt. Wenn ich den Haken und Scheibe verbinde, würde da was verschwinden, okay. Aber ich finde immer noch das morgende Objekt nicht. Da. Da. Was haben wir hier? Ich kann alles mit einem Griff anpassen, damit es brauchbar wird, okay. Schüreisen. Okay, wir bauen uns erstmal was unten Tolles. Jetzt wäre eine genaue Zeichnung der Tür hilfreich. Die haben wir leider noch nicht. Können wir den Schürhaken hier einhängen? Ne, können wir nicht. Nadel und Faden hilft uns hier, glaube ich, wenig weiter. Können wir mit dem Schürhaken vielleicht das hier öffnen? Können wir. Das ist ein schmackhafter Köder, wenn ich sie geknackt habe. Können wir nicht. Okay, wie knacken? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir da draufhauen? Wahrscheinlich mit dem Hammer, ne? Können wir den Schürhaken als Griff benutzen? Ne, können wir nicht. Ich kann das Ding drehen. Dieses Emblem ist etwas Besonderes. Ich werde es wiedererkennen. Das hier. Das sieht doch prädestiniert dafür aus. Okay, das zählt wohl nicht. Emblem Mitte. Okay, da fehlt also noch ein bisschen was. Das ist also noch nicht komplett. Da können wir nichts machen. Wenn ich einen Haken und Scheibe verbinde, könnte noch was verschwinden. Hier. Okay, machen wir das denn mit Nadel und Faden? Funktioniert das nicht? Nadel und Faden. Du brauchst noch irgendwas Tolles, ne? Da kommen wir nicht weiter. Das hier brauchen wir. Irgendwas Kleines. Du brauchst was zu futtern, würde ich sagen. Hier können wir nur knacken, wenn wir Dings machen. Ich werde das Seil mit. Okay, wir reparieren das Seil. Nein, das hier. Das hält. Das muss aber ziemlich starkes Garn sein dann. Der will nicht gefunden werden, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Okay, das Teil haben wir. Das können wir kombinieren. Dann können wir das hier kombinieren. Jetzt ist Ende, jetzt gehen die Optionen aus, ne? Da ist nichts mehr, okay. Jetzt können wir reden, hoffentlich. What do you want? Are you after my gems too? Another lady already took some. Help me get this gate open. Then we'll talk. Okay, folge dem Wesen. Ja, wir brauchen. Ah, okay, er hat uns einen Hinweis für die Tür gegeben. Okay.
Platziere die fehlenden Ornamente am Tor, wähle Farben und Formen anhand der Hinweises. Okay. Können wir die hier, müssen wir die Dinge finden erst, oder wie jetzt, oder was? Achso, müssen die hier ein... Oh Gott. Wir müssen die hier einsetzen. Backe. Okay, jetzt ist die Frage nur. Wo muss das Ganze hin, ne? Farbe und Form. Das passt da schon. Oh Gott, wir müssen das selber finden. Das wird ja spaßig. Passt das dahin? Nee. Ich sehe ja nicht mehr, was hier hinkommt. Da kommt was hin. Farben und Formen. Da kommt das hin. Okay. Das kommt... Nee, das hatten wir schon. Das muss was anderes sein. Ich habe was Kleines dahin gemacht. Muss das alles hier in der Mitte... Das muss alles... Da kommt auch noch was hin. Warte mal. Farben und Formen. Ich sehe die Farben und Formen nicht mal alle hier. Das ist too much. Das kommt da auch nicht hin. Warte mal, das gehört auch nicht dahin. Da musst du dahin. Auch nicht. Ja, da bleibt aber langsam nichts mehr übrig hier. Das zeigt nach unten. Wo ist denn hier was, was nach unten zeigt? Das nicht. Das zeigt nach oben. Woher weiß ich eigentlich, dass die Sachen da hinkommen? Ich habe keine Ahnung. Hier kommt noch was hin. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt da. Wo kommt... Wie kommt... Wieso kommt das da hin? Kann man das sehen? Nee, kann man eigentlich nicht sehen, ne? Ich sehe das hier auf dem Ding jetzt gar nicht. Aber das ist eine Blume, die nach da geht. Okay. Das kommt dahin. Okay, das ist identisch, weil es außen ist. Okay. Das sind andere Blumen. Die sind hier anders gedingstet. Das kommt da nicht hin. Wo muss denn das jetzt... wo kommt die Blume denn hier hin? Kann man hier... Oh, das wollte ich nicht. Da kommt noch was dran? Nee, hier. Das kommt dahin. Hier ist voll. Hier fehlt noch irgendwas. Die passt da nicht hin. Die wird. Da muss die hier hin. Auch nicht. Die passt doch nicht. Doch, die passt da doch hin. Da passt die hin. Okay. Passt da noch was hin? Ich glaube nicht. Das ist doch voll. Hier kann noch was rein. Und wo kommst du hin? Ich habe keine Ahnung. Dahin. Oh, jetzt müssen wir das Ganze noch färben. Das wird... Ist das lila? Könnte das lila sein? Das ist rot. Das ist rot. Lila, rot, rot, rot. Lila, rot, 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 rot. Aber es muss die richtige Blume sein in Rot dann, ne? Oh nein, die kannst du alle in Rot machen. Warte mal. Das ist eine geschlossene, ich glaube, das ist korrekt. Da muss die geschlossen sein. Ich kann nur die drei nehmen hier, ne? Ich bin verwirrt. Das bringt mich gerade voll auf ein Konzept. Das ist eine Dreiecksblume. Das wäre sowas hier, hätte ich gesagt. In Rot und das Ganze hier nochmal in Blau. Beziehungsweise, ja doch. Das müsste... Das sind so geschlossene Dinger. Das sind so die Dreizack-Dinger. Das Problem ist, welche Dreizack-Dinger sind das? Das ist nämlich die Frage. Dreizack. Ist das die? Ich bin mir nicht sicher. Die müsste...
Ne, wir haben nur die Möglichkeiten. Es gibt nicht so viele Formen hier, okay. Ich würde mal sagen, die hier in Rot. Die muss rund sein. Sowas hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das passt. Das könnte passen. Das müssen wir ändern. Das müsste auch gut sein. Es wäre toll, wenn man sehen könnte, dass das schon an der Stelle richtig wäre, damit man das hier findet. Das müsste nur ein Dreieck sein, rot. Es passt nicht. Was sagt denn das? Platziere die fehlenden Ornamente am Tor, wähle Farben und Formen anhand des Hinweises. Na, du bist ja witzig. Das Problem ist, die sehen alle identisch aus hier. Das ist nicht gerade hilfreich. Die Farben müssten richtig sein. Die Formen sind aber irgendwie noch nicht richtig, glaube ich, ne? Problem ist nur, es gibt hier keine andere Form. Oder soll das das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Ist das oval? Ist das spitz? Ich habe keine Ahnung. Das müsste rot sein. Hier, die müsste rot sein, ja. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so eine Kombination, die kann ja ewig dauern hier. Ist das korrekt? Weil das ist für mich nicht rund, meiner Meinung nach. Das ist blau und rund. Das Problem ist jetzt leider, ich weiß halt nicht, was rund sein soll und was nicht. Das ist schon wieder so eine Mal-Eben-Geschichte hier, ne? Ich verstehe nicht, warum man das hier nicht erkennen kann. Kann ich das hier? Nee, kann ich nicht. Die Form ist oval. Und die Form ist dreieckig. Dreizackig. Das sieht nach dreizackig aus. Das müsste dreizackig sein, das wäre das hier. Das müsste oval sein. Frage ist, ist das oval oder ist das oval? Das sollte oval sein, also die Form müsste stimmen. Die Form müsste auch stimmen. Die Form müsste dreizackig sein. Ist dreizackig? Die ist nicht dreizackig. Aber es gibt keine Alternative. Es geht nur diese Form hier. Ich hätte gesagt, eine offene und geschlossene vielleicht, ne? Das ist eine offene, das ist eine offene, das ist eine geschlossene vielleicht. Das ist eine geschlossene, das ist eine geschlossene, das ist eine offene. Offen, offen, geschlossen, geschlossen, offen, geschlossen, geschlossen. Ah, okay. Alles klar. Da können wir noch was machen. Wenn ich die beiden Teile habe, kann ich den Deckel öffnen. Okay, da müssen wir noch Sachen finden. Hier sind noch so viele Sachen, die wir finden müssen hier. Wow. Da konnten wir nichts machen, weil wir da nicht drauf machen können. Ja, noch Schüreisen. Konnten wir hier noch irgendwas anderes machen? Ich gehe nochmal kurz zurück. Ne, da konnte man nichts machen bei dir. Okay. Hier kann man nicht weiter. Ne, da ist ja das Ende. Okay. These gems can resurrect the dead. And some can even control the living. They grow in my village, but Nezul has unlocked their true potential. You can visit his tower to learn more, but I could use your help collecting the ones I dropped. Ach, guck mal, die Dame kennen wir doch. Die haben wir im ersten Teil getroffen, wo wir halt das Königreich betreten haben. Ich sehe gerade, da wandelt sich noch. Was nehmen wir gleich mal mit, bevor ich das vergesse? Das nehmen wir mal mit. Und ist hier noch ein anderes?
Da oben ist noch ein Puzzle, alles klar. Wir nehmen die Teile mal mit hier. Die Axt nehme ich auch gleich mit. Wieso steckt das da in der Tür? Ich habe keine Ahnung. Das nehmen wir mit, dich kennen wir ja schon. Dann kommen wir gleich mal zu dir. Da liegt auch noch ein Teil. Nee, heranziehen. Okay. Das sind sogar zwei Teile. Was leuchtet dort drüben? Ich muss mir das näher ansehen. Da kann man nichts machen. 7 von 8 Teilen. Es fehlt noch ein Teil, ne? Ich muss mir das näher ansehen. Die Frage ist, wie? Schlüssel muss hier irgendwo sein. Okay. Tja, da müssen wir mal schauen. Und, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!